Ja, hallo, liebe Modellbau-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal, Franks Modellbau-Ecke. Das ist jetzt das letzte Bauvideo vom Katapult. So sieht das jetzt im Moment aus. Ich würde dann noch ein Video erstellen, ein Funktionsvideo. Also wenn das Katapult was schleudern, das soll ja funktionieren. Bin ich selber noch gespannt drüber. Was ich jetzt zeigen würde, ich würde die Räder montieren. Vorher kommen noch hier so ein paar Leisten dran. Die werden goldfarben angemalt. Ich habe auf die Räder noch so ein paar Striche drauf gemacht, ein bisschen mal so eine Art Holz imitieren soll. Die kommen dann hier drauf, mit Nägelchen, geklebt und Nägelchen. Das sind hier ein paar Ösen für die Räder, nachher Montage Unterlegscheiben, die kommen dazwischen. An dem Wurfarm kommt hier noch so ein Haken dran. Den will ich auch noch hier ein bisschen einkürzen und dann hier einkleben. Die kleinen Ecken, die kommen hier oben drauf, da wo auch die Löwen später sitzen, die würde ich auch nochmal in Eiche beizen. Ja, das sind die Löwen, die habe ich vorher nochmal ein bisschen mit lauwarmem Wasser, Backpulver, schon 2, 3 Minuten eingelegt und da sehen die richtig blank aus jetzt. Ich würde die Blattfedern, die muss ich übereinander bauen, übereinander legen. Und damit hier aus dem Band so ein paar Laschen formen und dann befestigen. Und ich habe hier noch ein paar Schnüre bei, die brauche ich dann auch noch. Die kommen hier rein, hier zwischen. Da wird der Wurfarm später befestigt. Auch hier für die Feder wird auch noch Schnur gebraucht. Und dann hier natürlich hier für die Seilachse auch noch für den Wurfarm noch zu befestigen, um nach später zu spannen. Ich weiß nur nicht, ob mir die Schnur dafür reicht. Ich brauche jetzt eigentlich immer für alles die dicke. Und mit der dünnen wird später hier so eine Schlaufe umwickelt. Das habe ich jetzt mal zum Test gemacht. Naja, ich muss dann mir noch was Schnur besorgen und da würde ich noch ein bisschen üben dran, bevor ich das Final hier am Modell mache. Ja, okay, dann war es das. Das sind noch meine gekauften Nägelchen, die ich auch noch brauchen werde. Ja, dann starte ich jetzt mal. Ich werde das jetzt anmalen und euch das nach und nach den Zusammenbau zeigen. Ja, ich bin jetzt gerade hier, wenn die Räder fertig machen. Ich bin die Zierleisten am Festmachen. Und ich habe da was jetzt geändert. Das ist auch im Plan so abgebildet, dass hier 5 Nieten oder Nägel drin sind. Und die Leisten hatten nur 4, also habe ich die zugespachtelt und habe mir die jetzt neu gebohrt. Was ich noch geändert habe, sind die Nägel. In der Beschreibung stand, man soll die 0,7er Nägel nehmen. Und die würden verkle sind mir zu klein. Es wird verschwunden. Ich hoffe, das sieht man so einigermaßen. Der Kopf, den hat man ja gar nicht gesehen. Deswegen, nein. Und ich habe mir ja Nägel nachgekauft, wie ihr schon gesehen habt. Ich habe die jetzt nur eingekürzt, das sind jetzt 1,2 Nägel im Durchmesser. Die haben einen wunderschönen Kopf. Der Kopf ist auch genauso wie die Nägel, die original dabei sind. Nur ich hatte natürlich zu wenig. Ich habe das Loch jetzt mit 1,3 vorgebohrt, der Nagel ist 1,2. Ich klebe den jetzt mit etwas Sekundenkleber ein. Da habe ich ein bisschen viel jetzt. Das war natürlich ja. Die ganze Zeit hat es geklappt und jetzt ist das so. Naja, so ist das eben. So, Hämmerchen. Passt. Ich finde, das sieht so wunderschön aus. Ich habe mir auch ein paar Striche drauf gemacht, so als Leistenimitat. Naja, ist nicht ganz so, aber ich finde es so in Ordnung. Was ich jetzt als nächstes mache, ich habe hier auch schon die Räder montiert. Die bewegen sich natürlich alle. Da kommt noch so ein Splint rein. Der muss jetzt in der Achse mittig vorgebohrt werden. Also hier kommt eine Unterlegscheibe drauf. Das Rad. So eine Zieröse, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt bezeichnet wird. Dann bin ich hingegangen. Habe mir das unten für mein Rad da dran geschoben. Ich weiß ein bisschen, ja, okay, müssen jetzt, kann das so nicht sehen. Ich habe mir das angezeichnet hier.
so 200 Meter mit ein bisschen noch Spiel hat. Habe das gerade wieder weggezogen. Dann habe ich, was habe ich jetzt genommen? Ich glaube, das ist jetzt ein 1,6er Bohrer, nein, 0,6er Bohrer, weil das hier auch der Splint sehr klein ist. Ich zeige mal in der Nähe. Sehr schmal. Ich glaube, das ist nur 5. Bezeichnung ist, steht nicht dabei, ist nur, steht nur Splint. Steht jetzt auch keine Maßangabe. Also, ich habe mir jetzt den Punkt hier drauf gemacht. Den Handbohrer. Bohre ich das dann hier einmal durch. Ich drehe das jetzt gerade mal, dann kann ich das besser, bohren. Wenn ich es zeigen würde, kann ich natürlich zum Bohren nicht die richtige, ganz richtige Position. Aber es funktioniert. Der Bohrer geht rein. Ich muss jetzt ein bisschen auf meine Fingerchen aufpassen. So, machen wir hin und her. Ja, passt. Weil der Splint ein bisschen komisch geschnitten ist, mache ich mit dem Zange noch ein bisschen gerade. Vorne ein bisschen platt machen. Ups. Mit der auch reingeht. Ich hoffe, der Stift ist ein Splint, Stift irgendwie gerade ist. Ich probiere den jetzt mal aus, wie das auch funktioniert. Ja, muss man nochmal nachbohren. Ich möchte noch nicht zu groß machen. Er soll ja ein bisschen schwer gehen, damit auch nicht direkt verloren geht. Was nochmal? Mit den anderen hat es eigentlich auch so geklappt. Ja, jetzt geht er rein. Nochmal ein bisschen nachbiegen, damit er ein bisschen gerade ist, dann geht es auch ein bisschen einfacher. Der ist leicht krumm. Ja. Ich glaube, das könnt ihr fast gar nicht sehen. Naja, so. Unterlegscheibe ist drauf, Rad drauf. Die Ilse drauf. So. Ich gucke, ob ich den Splint drauf kriege. Daher machst du jetzt. Ich glaube, ich habe den gerade ein bisschen verbogen. Ich muss mal gerade machen. Das soll jetzt natürlich auch funktionieren. Aber wenn man es meistens so irgendwas zeigen möchte. Aber es geht. Ich habe alles richtig gemacht. So. Na, jetzt will ich doch nicht. Ja, ein bisschen. Na. Da, jetzt ist er rein. Jetzt hat er verloren. Jetzt drehe ich ihn nur gerade. Gerade zum Rad. Was ich auch gemacht habe. Ich habe den unten leicht ein bisschen gebogen. Nicht viel, nur ein bisschen leicht schräg. Ich hoffe so. Und das Rad bewegt sich wunderbar. So, was ich jetzt noch gemacht habe, genau. Ich habe hier auch noch die nächste Änderung vorgenommen. Oder ich will jetzt die nächste Änderung vornehmen. Eigentlich sollten hier oben auf den Katapult, wo die Blattfedern und die Löwen drauf kommen. Ich zeige das mal kurz. Die Blattfeder und die Löwen drauf kommen, so. Und da sollten eigentlich oben drauf ein paar Plättchen drauf. Aber die lasse ich jetzt weg, aus folgendem Grund. Die Leisten, die mitgeliefert worden sind, die haben mir hier einen kleinen Spalt gelassen. Ich habe das, wo ich es gemerkt habe, ich habe schon mal die Leisten mal gedreht, aber dann waren sie zu groß und ich muss sie auch den Abstand hier haben, mit dem dann die Blattfeder noch dabei zwischenpasst. Also bin ich jetzt hingegangen, weil das mit der Höhe passt. Die Blattfeder geht rein, der Löwe passt auch drauf. Ups, es funktioniert alles. Also, wenn mir der Spalt nicht gefällt, würde ich jetzt nur den Spalt schließen, wird das Ding einkleben und ich lasse das oben drauf so. Bitte plätschen, das gefällt mir auch da nicht. Deswegen so. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen igelig. So, ein bisschen
Holzleim. Klima das aber kurz ein. So. Okay. So sieht das nämlich jetzt aus. Man sieht zwar jetzt noch, aber der Spalt ist weg. Und hier auf der Seite habe ich schon gemacht. So. Das war es jetzt erstmal. Und jetzt geht weiter. So, ich bin jetzt hier mit den Blattfedern dran. Das sind dann drei verschiedene Längen. Das ist die ganz lange, wo hier nachher auch die Schnur hier dran kommt. Auf beiden Seiten. Und dann ist die mittlere und da ist die kurze. Ich habe jetzt da so Bänder drum gelegt. Und vorher, ich habe die jetzt auf ungefähre Länge geschnitten und habe die jetzt auf einer Seite festgeklebt und zwar immer auf der inneren Seite quasi, wo es innen ist. Ich habe die dann rumgelegt und dann auch nochmal außen mit Sekundenkleber nochmal fixiert. So, das mache ich jetzt. Ich lege die jetzt nochmal rum. So. Schneide die dann so ab. Das auch kurz ein bisschen. Ja. So. Ein bisschen Sekundenkleber drauf. Drück das dann dran. Ein Wischtuch oder so ein Papiertuch. Sauber gemacht und mit der Zange mal kurz angedrückt und ich halte das 2-3 Minuten. Ist zwar Sekundenkleber, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, deswegen manchmal ein bisschen, aber so lange brauche ich 2-3 Minuten. Ich glaube, hat schon verloren. Ich drücke das jetzt hier auch noch ein bisschen nach. So. Das ist einmal. So sieht die jetzt aus. Die haben auch schon ein bisschen funktioniert. Was ich noch jetzt gemacht habe, ich tue das bald mal weg. Ich habe an dem Modell jetzt hier auch oben schon die Lasche angebracht, wo die Feder jetzt reinkommt. Ich habe auch hier die Zughaken, quasi wo früher dann die Pferde wahrscheinlich das Katapult gezogen haben. Und dann aber sie ösen hier zwei und da auch zwei. Ja, das sind die Räder, habe ich euch schon gezeigt. So. Was ich noch gemacht habe, ist hier an dem Wurfarm, da kam noch so ein Haken dran. Der ist eingeklebt. So, jetzt legen wir mal kurz die Feder ein. Da war vorher schon geguckt, mich hat auch schon mittig habe. Ja. Bisschen ausrichten. So. Jetzt lege ich das rum. Ja, vorher erstmal ein bisschen abschneiden. Ich mache jetzt auch wieder ein bisschen Sekundenkleber auf das Holz hier unten dran, als Unterstützung, aber nur auf das Holz und nicht auf die Feder. Ich gehe davon aus, dass sich das später minimal was bewegt. So, dann drücke ich das da dran, halte das mal kurz. Und wie hier oben bohre ich es gleich mal vor und da kommt noch ein Nägelchen rein. Aber das mache ich dann jetzt ohne euch und zeige euch gleich den nächsten Schritt. Okay, so, ich habe jetzt den Nagel drin. Ich
Ich habe auch schon den ersten Löwen angeklebt. Ich mache jetzt den zweiten jetzt auch. Mache ich mit Sekundenkleber. Gucken. Ja. Feder bewegt sich auch alles. Ja. So sieht er jetzt damit aus. Das sieht schon. Modell gefällt mir richtig gut. Ja. Und ich mache jetzt weiter mit den Schnüren. Ich klebe mir das jetzt zur Schlaufe hier zusammen. Ein bisschen feucht mit Sekundenkleber. Drückt das dann hier so zusammen. Muss natürlich jetzt ein bisschen warten. Aufpassen auch auf meine Finger. Sonst klebt das ja alles direkt mit einer Schnur. Deswegen, ich weiß, ihr könnt das ein bisschen so sehen. Ich zoome mal, versuche ein bisschen ranzuzoomen. Moment. Das ist vielleicht auch besser. Genau, damit ihr das auch besser sehen könnt. Ups. Ah, Moment. Ich gucke manchmal. Wenn ich jetzt loslassen kann, stelle ich die Kamera gerade noch ein bisschen anders. So. Ist ein bisschen frisch. Ein bisschen verstreichen. Ich lasse das hier oben so weit offen, dass ich das gleich auch über die Feder kriege. Über die Blattfeder. Ja, das wird langsam fest. Dauert ein paar Minuten. Heißt zwar Sekundenkleber, aber so, können wir alles losmachen ein bisschen. Dann schicken wir mal wieder weiter. So. Und das war es auch quasi schon. So, nochmal kurz festmachen. Dann kann man die Schnur besser abschneiden. So. Ja, so sieht die Schlaufe jetzt aus. Das ist die andere hier. Ups, die habe ich auch schon mal auf dem Katapult gehabt, deswegen hat die schon ein bisschen verformt. So wie sie sein soll. So, ich habe jetzt hier in der Mitte die Schnur eingebaut mit einem einfachen Knoten. Hier ist nicht mal ein kleiner Knubbel. Auch mit der Spannfrischung, das klappt. Man sieht es, der Arm hängt schon mal so drin. Mal die Feder, so, dann passt das auch so. Was ich euch jetzt zeigen wollte, ich habe ja hier die Schnüre gemacht. Ich würde die jetzt einhängen und mal ein bisschen näher kommen. So, Moment. Du mal kurz gucken. Ich glaube, ich drehe das mal rum. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. Das ist ein bisschen groß. Naja, geht schon. Ich habe die jetzt einfach so, hänge die einfach so ein. So, einmal ein bisschen drehen, die nach vorne zeigt. Der Wurfarm nach oben. Das Seil hier einhängen, ein bisschen festhalten, so. Und auch nochmal das Seil über die Feder ziehen, das wird jetzt gerade nicht so, na, nun geht das jetzt nicht, das hat aber eben geklappt. Wahr sein. Moment. So, ein bisschen ruhig bleiben. So, jetzt geht da.
So, jetzt habe ich es dran. Man sieht, es funktioniert schon mal. Jetzt habe ich es gemacht. So. Als nächstes, wo habe ich jetzt die Schnur hingetan? Da ist er. Werde ich jetzt ein Nägelchen noch. Ja, quasi. Das Nägelchen reinmachen, die Schnur festmachen, das machen. Ich würde jetzt gerade mal einen Akkuschrauber, dann mache ich kurz eine kleine Unterbrechung nochmal. Ich setze das direkt dran. Da, ich habe jetzt das Vorgebohrt. Ein 1-2er Bohrer. Ich habe jetzt meine Pinzette hingeräumt. Ich bin gerade hier ein bisschen durcheinander. Ich liege in den letzten Zügen, ich bin ein bisschen nervös. Ich auch alles. Ja, der passt. Wunderbar. Sekundenkleber da. Schnur da. So. Okay. Wie mache ich das am besten? Schnur so, dann lege ich hier so. Okay. Hier ein bisschen Sekundenkleber drauf. Na, das hat ein Leer was. Komm. Für das Katapult hat das jetzt zu reichen. Oh, jetzt habe ich alles rausgedrückt. Also, ruhig. Ja, die Freude, wenn es fertig wird. Ich habe jetzt ein bisschen lange noch dran gearbeitet. So. Ja. Jetzt ist natürlich. Warum dauert es denn? Geht das nicht rein? Nee. Da kommt immer ein anderen. Ups. Passt der Haupt da noch rein? Das ist schon ein bisschen kürzer. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Nee. Jetzt ein bisschen beeilen, weil ich könnte das Loch neu machen. Ah, genau, okay, noch mal ein bisschen Kleber drauf. Ein bisschen großzügig, ist egal. Kommt die Schnur jetzt drüber. Auf. Der ist ein bisschen steif. Quietschen tut es auch. Aha. Wie meine Knochen. Ja. Häkchen. Ja, passt wunderbar. Ja. So. Prinzip ist fertig. Nicht im Prinzip, ist fertig. Hip, hip, hurra. So, so sieht es aus. Nach vorne. Ich weiß, ihr wollt jetzt die Funktion sehen. Ich auch. Aber da mache ich ein extra Video. Ich weiß, ich möchte euch nicht ärgern, aber ich habe mir hier was ausgedacht. Ich hab, ihr wisst, manche wissen, da ich einen Hund habe, einen Dackel. Also kommt ihr oben. Mal ein bisschen anders machen. So. Kommen hier ein paar Leckerchen rein und dann schleudere ich dem Hund das, die Leckerchen zu. Und das möchte ich schon mal präsentieren. Schön. Und dann mache ich schon ein passendes Video zu. Das wird jetzt in ein, zwei Tagen kommen. Freut euch schon mal drauf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie das Modell jetzt aussieht, wie ich das gebaut habe. Ich
finde, es sieht sehr schön aus. Mir gefällt das sehr gut. War natürlich wieder eine Bauanleitung, wie ich glaube, jeder Modellbauanleitung da Probleme drin gibt. Aber ich bin mir zurechtgekommen, hat funktioniert. Und so. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich habe auch schon ein nächstes Projekt, das hat Segel, also ein Schiff. Und das zeige ich euch auch dann die Tage dann. Jetzt kommt noch das eine Video hier. Wie das nochmal zeige ich das von allen Seiten schön dargestellt mit der Funktion, auch wie man das alles hier steuert. Okay, bis dann, ciao.